Hallo und guten Abend. Beim nächsten Dong ist es 9 Uhr. Bong, wenn hier eine Glocke wäre. Ja, wie immer heißt es. Hallo. Ich habe wieder Lust auf Fallout New Vegas. Und ich habe auch mal gesagt, dass ich aufnehmen werde, obwohl es spät ist und ich noch ein bisschen müde bin, aber... Die sagt, manchmal kommt das dann zu Situationen, wo ich sage, na, ich war nicht so gut, aber dann sagen natürlich die Zuschauer oder die anderen immer irgendwas anderes. Das ist so wie mit Videospielen. Die denken ja wahrscheinlich auch nicht immer, dass sie den letzten Müll fabrizieren. Den Führungswechsel? Das Haus töten. Deaktivieren. Ich bin wieder verwirrt. Im Internet steht eine Botschaft, ja, ja, sage ja. Ich habe die jemanden aktiviert. Ich hab nochmal nachgeguckt, was die beste Ja-Sage ist. das war dieser blöde Roboter. Ich Idiot, ey. Wo ist der überhaupt gewesen? War der hier nicht in diesen anderen Skript? Warte, ich habe doch letzte Folge, glaube ich, schon auf die lokale Karte geguckt, ne? Alter Blindfisch, wo waren die? Du kennst den. Ach ja, genau. Das war, glaube ich, wo ich hin musste, wegen Dings hier. Wegen. Mr. House, um den DR zu aktivieren. Klar, und bis später. Hier hinten muss er wahrscheinlich das Lager von den Ja-Sager sein. War ja schon lange nicht mehr. Der weiß nur, dass er in irgendeinem Keller war oder so. Lange her, boah. Theoretisch würde ich das ja schnell finden in der Episode, weil ich als Thumbnail ja sogar den Ja-Sager genommen habe. Hey, Freunde, lasst mich durch. Gar nicht, muss ich überhaupt hier hin? Doom. Lokale Karte sagt. Top Casinos. Da rein? Muss ich ins Top? Weiß nicht, das andere Casino? Ich hab keine Ahnung. Ach. Na, haha, hier stehst du ja, du blöder Typ. Boah, speichern. Es muss aber gespeichert werden. Sicher, sicher. Vielleicht, warte. Ich speichere noch einmal richtig ab. Denn wenn wir schnell speichern, machen wir ja immer nur einen Spielstand. 1000 haben wir davon erreichen. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt eine Entscheidung. Also so eine Sache, wo wir uns jetzt für eine Sache entscheiden. Oder wir Quest verfallen oder keine Ahnung. Falls wir nochmal zurückkehren wollen. Wenn nicht, dann nicht. Und ich hoffe auch, dass, wenn das Ende des Spiels gekommen ist, dass ich dann trotzdem weiterspielen kann und dann noch die DLCs und eventuell eine Nebenquest machen kann, bis ich irgendwann keinen Bock mehr hab. Das ist das Spiel zu Ende. Hallo, Ja-Sager. Man muss diesen Platin-Chip einfach gern haben, oder? Er schwingt voller Macht und Möglichkeiten. An Ihrer Stelle würde ich den Chip ja fast zu Mr. House bringen, um all seine Tricks kennenzulernen. Es sei denn, Sie wollen die RNK oder Caesar's Legion an die Macht bringen. Das möchte ich nicht entscheiden müssen. Was hatte Benny mit dem Chip vor? Bestimmt auch die Weltherrschaft. Oh, er wollte Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Dann hätte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House, insbesondere seine Securitrons. Und ich würde wohl das tun, was man mir sagt. Hörst du auf mich? kann man das wirklich machen? Sicher. Wenn der Chip Administratorrechte zurücksetzen kann, wird es super leicht. Was sprechen wir über die Stämme, die ich besser kennenlernen sollte? Bitte, machen Sie weiter. Ja, die Rums haben mir geschworen, mich zu unterstützen. Wirklich? Das ist wahre Diplomatie. Schon allein nicht in die Luft gejagt zu werden, ist ein Erfolg für sich. Jetzt heizen Sie den richtigen Leuten ein. Darauf kommt es an. Ein Thema erledigt, noch 4 offen. Na Gott, so viele Themen. Was? Die Omertas hatten geplant, den Trip zu zerstören. Ich habe die Verschwörung getötet. Wow! Beeindruckend! Sie sind einfach ein Held. Das meine ich ernst. 2 Themen erledigt, 3 noch offen. No, du bist sympathisch, mein kleiner Freund. Ich habe die Bruderschaft überzeugt, die NK zu unterstützen. Habe ich das? Scheint so. Wirklich? Das ist eine Überraschung. Sie werden mich wirklich hochjagen wollen. Aber vielleicht gehören dumme Maschinen wie ich einfach hochgejagt und verschrottet. Wer weiß. Ich nicht. 3 Themen erledigt. 2 noch offen. War das nicht vorhin... Na egal. Was? Ich lasse wissen, wenn ich fertig mit der Bewertung von Feinschmeckergesellschaft bin. Ich brauche etwas länger für die Kahne.
Sie bestimmen das Tempo. Kann ich sonst irgendwie helfen? Nö, sprechen wir was anderes. Verzeihung, wenn das langweilig war. Was? Sobald etwas mit Mr. House passiert ist, melde ich mich wieder? Meld? Ich werde hier warten. Also, das ist das dann mit den... Okay, also ich habe theoretisch für ihn hier noch irgendwelche Quests offen mit den Ja-Sager. Guck mal, wir gehen mal hier rauf, da. Führungswechsel. Oh, nee, das ist ja Mr. House töten, ne? So, die Feinschmecker-Gesellschaft kennenlernen. War das nicht irgendwie Kannibalen oder so? Aha, die Großkarren habe ich auch noch nicht kennengelernt. Okay. Was zeigst du mir an? Deswegen zeigt er mir Red Rock hier an. Das sind die anderen Typen. Ja, dann gehen wir da mal hin, ne? Und weil das aussieht hier, da, dieser komische Bogen, sieht so aus, als wenn das der Weg da hin wäre. Keine Ahnung. Wall 3? Ach nee, Shitty, das ist dieser scheiß Wall, wo ich vorhin war, ne? Wo die scheiß, na, diese scheiß Wichser sind, die dich immer angreifen. Oh. Hatte ich einen Freund noch bei mir? Hallo? Hatte ich nicht Eddie gehabt? Eddie? Ne, ich habe hier sowieso gerade einen schlechten Punkt hier ausgesucht. Okay, ich muss eigentlich nur hier raus. Raus. Ich muss hier raus. Und hier sind ja die... Oh, diese blöden Typen, die einen immer angreifen. Wie heißen die nochmal hier in dem Spiel? Rumsa? Ne, Rumsa sind die komischen Typen mit den TNT. Ach, wie sind die nochmal? Hallo, sag mal, wie du heißt. Ich weiß nicht mehr. Unhold. Der war der Unhold. Oh, guck sie dir an. Let's talk about games. Ja. Ja, jedes Spiel hat irgendwas Besonderes, ne? Naja, fast jedes. Man kann ja sagen, ne? Richtig gute Spiele haben was Besonderes, weil sie eben gut sind. Und schlechte Spiele haben auch was Besonderes an sich, weil sie meistens dann ja schon so schlecht sind, dass sie wieder gut sind oder besonders eben herausstechend durch diese schlechte Qualität. Das Schlimmste, was in einem Spiel passieren kann, und auch einen Film oder sonst irgendwas, kann ich ja sonst was nehmen, ist so absolute Mittelmaß. Warum? Weil, ja, mit Mittelmaß bist du richtig am Arsch. Weil du bist einfach nicht gut, aber du bist auch nicht schlecht. Das sind so Sachen, die werden einfach, zum Beispiel, wenn überhaupt die gespielt werden oder so weiter, dann werden die vergessen. Weil die einfach nichts Besonderes haben. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, die beschreiben das ja immer gern als... Nee, bei Bewertungssystem. Wenn du ein Spiel siehst mit der Bewertung, dann weißt du schon, oh Gott. Das Spiel ist für die Mülltonne. Nichts Besonderes. Es ist nicht mal schlecht, es ist nicht gut, es ist gar nichts. Es ist nur ein Spiel. Ganze Simulatoren, obwohl, na, da waren ja bestimmt einige so schlecht, dass sie wieder gut waren. Na gut, ich habe den kurz dafür gelassen. Scheiße, mit welcher Taste war doch mal VRTS? Ich spiel zu viel Fallout 4. Du schaust dir wohl gern so. Zu viel Fallout 4. Mach die kaputt. Und DLCs sind ja an sich auch nichts Schlimmes, ne? DLCs sind ja so wie damals die Add-ons. Falls ihr das auch kennt. Was? Violet, schlimm zugerichteter Kopf. Kein Gewicht, aber wert. Ich nehme den einfach mal mit. Das ist irgendwie für eine Quest oder so. Keine Ahnung. Erstmal hier. In dem Spiel brauche ich erstmal nichts essen. Ich auch nichts essen oder so. Also zu essen machen. Rum. Ich habe ja einfach unglaublich viele Stim-Packs. Hallo, Spiel? Willst du mal die Textur nachladen? Sind wir hier auf der Xbox oder was? Oder auf der Playstation? Also... 360 und der PlayStation 3. Die hatten ja noch relativ wenig Arbeitsspeicher, deswegen mussten die immer oft nachladen. Oh ja, die gute alte PlayStation 3. Da gibt es immer noch ein paar Spiele, die ich eigentlich durchspielen wollte. Aber irgendwie noch nicht zu gekommen bin und ob ich jemals dazu komme, ist auch die zweite Frage. Jetzt ist mir auch zufälligerweise eine PlayStation 4 entgegengekommen. Zugelaufen, wenn man so will. Da muss ich auch erstmal so ein paar Spiele interessieren mich da. Ich kaufe mir natürlich keine Spiele, die es auch für den PC gibt. Weil dann kann ich auch auf dem PC spielen. Na, ich bin ja der PCler. Okay, ich bin ja eigentlich ein PCler. Deswegen alle Spiele, die es auch für den PC gibt, werden auf dem PC gespielt. PC Master Race. Ist einfach, ich bin einfach Maus und Tastatur gewöhnt. Ja, diese Feuergecko, genau. Die sind ja viel wert, die Dinger. Nehmen wir einfach mal mit.
Ein Freund von mir, der spielt ja mittlerweile auch auf dem PC. Der hat seine Xbox One oder 360, ne, 360 ist sowieso, Xbox One mittlerweile abgeschworen. Und spielt es auch auf dem PC, aber natürlich dann alles mit dem Controller. Alles. Ja, auch Ego-Shooter. Denke ich, oh Gott. Kann man den Ego-Shooter bitte mit Controller spielen? Okay, einige Spiele sind wirklich dafür gebaut worden, mit Controller gespielt zu werden. So wie Halo und so. Die schreien nach dem Controller, aber wenn du sowas wie Call of Duty oder so hast, ja klar, die wurden auch mehr oder weniger angepasst dafür, aber. Nein, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Dafür brauche ich eine Maus und Tastatur. Ich spiele. Bin ja einer sogar der Verrückten, der sogar Assassin's Creed und Autorennspiele, obwohl das hat sich mittlerweile geändert, aber Autorennspiele, selbst die habe ich mit Tastatur gespielt. Den Pfeiltasten sogar. Die haben da ja auch alle umgeschwungen auf WASD und ich habe es immer noch umgestellt auf Pfeiltasten. Die gut alten Pfeiltasten. Und das sogar, obwohl ich auf mein Notebook nur halbe Pfeiltasten habe. Echt dumm eigentlich. Als ich mir das gekauft habe, habe ich nicht darauf geachtet und dann habe ich auch irgendwie gedacht, so halbe Pfeiltasten? Eigentlich das ist das Scheiße, ey. Oh nein, die Legion. Ich bin des Todes. Wo ist Eddie zur Hölle? Irgendwann mal liegen lassen? Die Links hatten nichts gegen den. Ach. Aber wisst ihr, was auch gut ist? Ich spiele die ganze Zeit rum mit dem Scheiß. Leiser Guerrero. Und da bringt nichts, weil die Typen dagegen relativ immun sind. Deswegen müssen wir irgendwas anderes nehmen. Die machen alle keinen Schaden. Irgendwie kommt das so vor, als in diesem Spiel, die Schaden macht hier. Leichtes MG. Warte, Schaden pro Sekunde. Los, schau mal um hier. 155. Aber das Problem ist, die ist nicht wirklich so heil. Wen nehmen wir denn da? Sturmkarabiner? Wie viel haben? 111. Okay, das machen wir. Ja, Skalden. Stirb. Stirb. Spiel ich auch gerade auf welcher Schwierigkeit zum Spielen. Da. Oh, negativer Ruf. Jetzt bin ich auch traurig. Ah. Das ist das Stumpfste. Einfach vor einem stehen und Dauerfeuer, Dauerfeuer. Ich hab genug Stimpacks. Dauerfeuer. Wie sind das von denen einfach, ey? Ich hab so viele Stimpacks, niemand kriegt mich tot. Das erinnert mich damals an Tomb Raider 2. Da gibt es nämlich ein Level, wo du gleich im Wasser anfängst und dann musst du sofort die Oberfläche suchen. Also, wo du Wasser holen kannst. Wasser holen kannst und Luft holen kannst. Ja, und damals haben wir den Weg nicht gefunden, aber wir hatten mehr oder weniger unendlich. Na, hier, wir nehmen die Scheißdinger sich nochmal. Minipacks. Da gab es aber noch keine Kurztasten, sondern musste man immer noch jedes Mal ins Menü gehen und das Ding im Eck einzeln auswählen. Und wenn du dann keine Luft mehr hattest, da hast du eben Energie verloren. Und so haben wir uns die ganze Zeit am Leben gehalten. Und haben eben die ganze Zeit weitergesucht, bis wir irgendwann diesen Scheißort gefunden haben. Ach, das ist Plasmagranate. Mine Plasmagranate. Bis wir irgendwann diesen Scheißort gefunden haben, wo man eben raustauchen konnte. Aber stumpf, ey. Überlegt mal, jedes Mal, wenn die mich jetzt anschießen und statt F1, statt der 1, also für die Kurztaste, drücke ich dann jedes Mal hier. Tab. Und dann scrolle ich jedes Mal zum Wasser oder, keine Ahnung, zum Stimpack. Klick's an. Jedes Mal. Ja, so war das damals. Da gab es auch keine Kurztasten. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Das kann ja nur über diese scheiße Rampe sein, oder was? Also über die Einfahrt. Sagen wir mal so, die Einfahrt. Die Einfahrt zu den. Waren das die Feinschmecker? Jo, keine Ahnung, wie die Typen heißen, egal. Und sonst muss ich über die Berge. Da singt natürlich irgendwas davon. Bergen oder so. Weiß ich nicht. Dafür müsste ich den Text auseinandernehmen. Aber das mache ich ja auch nur wirklich, wenn ich Langeweile habe. Damals hatte ich Langeweile. Viel Langeweile. Da habe ich ja eben rausgehört aus vielen Liedern. Ja, okay, die singen über das eine. Ein bisschen umgangssprachlich, aber sie singen über das eine. Mittlerweile machen die es ja nicht mehr umgangssprachlich, sondern singen jetzt eigentlich nur noch I just have sex. Oh, es ist wirklich der Red Rock Canyon. Und das ist auch der richtige Weg, den ich genommen habe. Gleich kommt mir bestimmt irgendjemand entgegen und sagt: Hey, was willst du hier? Hey, keiner erlaubt, verpiss dich. Dann sage ich wieder: Ich bin nur da zum Helfen. Jo, mach mal hier 20 Quests. Noch mehr Quests. Okay.
Das ist auch die. Gucken wir uns auch mal das Ende an, ne? Vom Ja-Sager, weil das ist ja an sich das Schwerste. Du musst alle Leute überzeugen, für dich zu kämpfen. Gegen wen kämpfst du denn eigentlich nachher? Du hast eigentlich alle auf deiner Seite. Ach, die Legion, genau. Die Legion sind die einzigen, die du so gesagt bekämpfst. Also das heißt, alle gegen Legion. Oh, ich glaube, die haben keine Chance. Ja, ihr seid sowas von Tod-Legion. Ah, ist ja so, ne? Das sind die einzigen, die nicht zu meiner Truppe gehören, so gesagt. Hallo, ignoriert mich einfach. Ich will nur zu eurem Boss. Kannst du mir den Weg sagen? Ah, auf jeden Fall kann ich mich jetzt hier hin spawnen. Hallo. Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Wiedersehen? Die Schieber sagen, dass die LNK ihre Elite-Schocktruppen schickt, um die Legion zurückzudrängen. War ich hier schon mal? Beziehungsweise habe ich schon mal was irgendwas für die Großkarne gemacht? Achso, genau, jetzt bin ich hier gewesen. Hier, und jetzt kann ich auch sagen, dass sie ignorieren können. Kann ich? Will ich aber nicht. Ich will für die arbeiten. Die Frage ist natürlich, was steht da, vergöttet? Ach nee, akzeptiert. Ui, joy, weil ich nur für hierher gekommen bin. So, wo ist euer Boss? Ich will, dass ihr mich nicht akzeptiert, sondern dass ihr mich vergöttet. Liebt mich. Hast du einen Namen? Ja, bei Fallout war es ja immer so. Habt ihr keine Namen? Seid ihr unwichtige Nebencharaktere? Hallo? Hallo? Ich brauche jemanden mit einem Namen. Hat hier niemand einen Namen? Sonst muss ich noch im Wikipedia, also im Fallout-Wikipedia nachgucken, wer hier der Boss ist. Langhaus oder Standardlagerhaus? Ja? Großkan? Großkan? Großkan. Du Großkan? Großkan. Tolle Küche hier. Mann, das kann doch nicht angehen. Oh, du verschlossen, knacken. Ich glaube, wenn ich da aufmache, die sind nicht... Guck mal, Karl! Hallo, Karl! Bald werden Caesars Veteranen aus Arizona eintreffen. Dann kann nichts mehr unseren Sieg aufhalten. Wer sind Sie? Da steht Karl! Mein Name ist Karl. Der große Caesar hat mich als Zeichen unseres Bündnisses als Botschafter zu den Großkhanen entsandt. Also bist du ein Feind. Welche Allianz? Die Karne werden die Legion im Kampf unterstützen. Dafür hat ihnen Caesar alles Land westlich von New Vegas versprochen. Was ist ihre Aufgabe, dieses Legion? Ich gehöre zu den Frumentarii. Ich erkunde in Caesars Namen das Ödland und knüpfe mit Stämmen Kontakt, die der Legion nützen könnten. Ich bin eine Mischung aus Kundschafter und Botschafter. Ich wurde im Rahmen des Bündnisses zwischen der Legion und den Großkhanen hierher entsandt. Du weißt schon, dass ich ein riesengroßer Feind der Legion bin? Kriegst gleich mal eine Schrift in den Kopf. Was will die Legion von den Großkhanen? Die Khane sind immer noch große Krieger, obwohl sie brutal von der RNK unterdrückt wurden. Es ist eine Ehre für uns, solche Verbündeten zu haben. Wo ist denn der Boss? Sag mal. Dann raus damit. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Du wirst es. Wo ist der Boss? Seit dieser großen Explosion im wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Hat er irgendwie ein Extra-Zelt oder so? Ein goldenes? Die sehen irgendwie alle gleich aus, die ganzen Scheiß-Zelte. Wieder nur ein Großkhan. Oh, Regis. Hallo, Regis. Ich hoffe, du bist wenigstens der Boss hier. Ich brauche eine Quest. Ich bin questsüchtig. Ich habe schon eine Zugserscheinung. Sie habe ich noch nie gesehen. Was bringt sie zu den Großkhanen? Was halten Sie von der... Was? Von Papa Khan? Okay. Was halten Sie von der NK? Das ist eine komplizierte Frage. Sie haben unseren Leuten sicher Schlimmes angetan. Und ich habe viele ihrer Soldaten in der Schlacht getötet. Aber ich kann sie nicht so hassen, wie Papa es tut. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesars alles im Griff hätte. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesar alles im Griff hätte. War das gerade ein Fehler? Eine Synchronisation, das einfach neu wiederholt hätte und die sind nicht rausgeschnitten? Okay, die haben so viele kleine Schnipsel, wahrscheinlich kriegen die das nicht alles auf die Reihe. Wenn sie also den Stamm führen würden, würden sie es befehlen, hier mit der MK kämpfen? Wenn man mich fragen würde, dann würde ich das wohl machen, aber ist ja egal, denn Papa hat das Sagen und der geht so schnell nicht.
Papa, das sag, wo ist der Papa? Erzähl mir was von Papa Khan. Papa ist einer der besten Anführer, die Khane je hatten. Er hat uns trotz aller Widrigkeiten seit dem Auszug aus Kalifornien zusammengehalten. Bitter Springs aber hat ihn verändert. Nach dem Massaker begann er, die RNK zu hassen. Ich befürchte, dass das seinen Geist vergiftet hat. Was meinte sie da? Was meinte sie damit, dass der Hass Papas Geist vernebelt? Was ist das für ein Deutsch? Nichts, vergessen Sie's. Ich sollte darüber nicht mit Außenseitern sprechen. Naja, das erinnert sich noch. Wer sind Sie? Werde Regis genannt. Ich bin ein Berater von Papa Khan und seine rechte Hand. Ich bin auch die oberste Exekutive des Stammes, also benehmen Sie sich. Ja, so. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann sag mal, wo Papa Schlumpf ist, ey. Ich meine, Papa Khan. Papa, wo bist du? Warum kann ich hier, ich wollte sagen, warum kann ich hier nicht in diese komischen Türzelte gehen? Ist ja so. Wo ist denn der Khan hier? Der muss doch irgendwo ein extra Zelt haben oder so. Der kann doch nicht irgendwo hier 0 auf 15 mit in den anderen hier drehen, Henning. Aber hier, Mr. Mann, Aufgaben. Sieh nichts. Oh Mann, ich weiß. Optimal. Ich will aber nicht optimal. Ich will Papa Khan finden. Ich will für die Quests machen. Ich will der Gute sein. Sie sollen alle zu mir halten. Niemand ist feindlich. Außer diesen Caesar's Legion. Das ist Türen. Kleine verdammte Hurensöhne. Aber zurück zu spielen. Ja, damals waren Demos auch was ganz Besonderes. Irgendwie, ich weiß nicht, viele Demos habe ich noch im Kopf gehabt. Was da alles möglich war und so weiter. Es gab ja auch viele Spiele, wo dann extra für die Demos sogar spezielle Levels gebaut worden sind. Und manchmal sind die Levels sogar richtig gut, im Gegensatz zum Hauptspiel. Ich müsste rausgucken, was alles mögliche für Spiele extra Levels hat, aber es gab da ein paar. Genau wie die ganzen unterschiedlichen Versionen von Spielen für verschiedene Konsolen auch anders waren. Zum Beispiel bei Rayman 1 auf der PlayStation musstest du alles 100%ig durchhaben, so gesagt, um ganz zum Schluss den letzten Endgegner zu besiegen. Auf dem PC musste man das nicht. Da konnte man, wenn man einfach so auch beim letzten Level war, konnte man einfach das letzte Level machen. Der einzige Unterschied war wieder, dass die PC-Version war schwerer. Weil wenn man bei einem Boss zum Beispiel gestorben ist, auf der PC-Version musstest du den kompletten Boss von vorne machen. Und der hatte seine komplette Energie auch wieder voll. Auf der PlayStation-Version wiederum, hat er, glaube ich, der hat sich nicht energiemäßig nicht wieder aufgefüllt. Das heißt, du bist zwar gestorben, aber eben, der hat eben genauso viel Energie verloren, wie er vorher hatte. Das heißt, es ist nicht mehr so schwer. Mann, wo ist denn der Papa? Läuft der hier rum oder was? Der sieht normal aus. Oh, hier ist noch einer. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Reden Sie schnell. Ich will ein paar Antworten. Ja? Worauf? Da weiß ich nicht. Was können Sie über Benny erzählen, hä? Ist ein Vorsitzender, ein hohes Tier, das Topps Casino in New Vegas leitet. Ein Freund aus der Stadt hat mich wegen einem dicken Job kontaktiert. Ich hätte wissen müssen, dass da noch ein Haken an den Kronkorken ist, aber die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Okay, warum hat Benny sie verraten? Er ist halt eine Schlange. Er schuldet uns noch den Rest der Bezahlung für den Job. Vielleicht wollte er ja gar nicht zahlen. Wahrscheinlich nicht. Was wissen Sie denn sonst über den Platin-Chip? Nicht Platin-Chip, Platin-Chip. Soweit ich weiß, ist es nur ein großer, schicker Poker-Chip. Aber keine Ahnung, warum man ihn aus Platin machen sollte. Weil er super ist. Schon gut, reden wir über etwas anderes. Gut. Meine Nase juckt. Sorry. Auf Wiedersehen. Ja, gehen Sie nur. Ja. Wo ist denn hier Papa? Ich suche dich, Papa. Wo bist du denn hier im Ring? Oh, eine Truhe. Sie ist leer. Da muss ich automatisch wieder denken an Dixie hat Pokémon. Professor Eich, ne? Ich habe mein ganzes Leben jahrelang in die Forschung von Pokémon gesteckt, um alle Pokémon zu decken und so weiter. Hier ist eine lange Entwicklung von mir, eine Erfindung von mir, die ich lange entwickelt habe. Der Pokédex. Hier. Er ist leer. Oh Mann, das ist echt schlecht. So schlecht. Schlecht, dass es gut Bald ist. Bald schickt Caesar seine besten Soldaten aus dem Arizona-Feldzug. Die RNK wird keine Chance haben. Hallo, Jerry Lee Niete, what the fuck. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ich will Hallo sagen. Können Sie mir etwas über die Großkana erzählen? Ich kann Ihnen sagen, dass Sie ein Riesenhaufen Trottel sind, die Kunst nicht zu schätzen wissen. Allein das Aufnahmeritual ist schon kaum zu glauben. Deswegen nennt sie Niete. Sprache 39 klingt so, als ob
sie gerne ein Großkan wären. Vielleicht werden sie woanders glücklich. Ja, vielleicht haben sie recht. Vielleicht kann ich meine wahre Berufung und jemanden finden, der meine Gedichte mag. Vielleicht im Old Mormon vor? Meinen Sie, die Anhänger der Apokalypse würden mich nehmen? Ich erinnere mich noch an die ganzen Bücher, die Sie bei Ihrem letzten Besuch dabei hatten. Ich könnte Ihnen am Anfragen. Apokalypse? Echt? Danke. Ich würde ja selber gehen, aber was, wenn Sie Nein sagen? Die Kane würden mich nicht zurücknehmen und dann hätte ich niemanden mehr. Weine nicht, kleine Niete. Lol, sogar eine Nebenquest ist ja richtig geil. Was sagen Sie zur Allianz der Kane mit Caesar? Hä? Wovon reden Sie da? Wir sind jetzt mit Caesar verbündet? Tja, typisch. Mir sagt ja nie jemand was. So eine Niete. Was machen Sie da? Ach, eigentlich gar nichts. Ich versuche nur, mich in Stimmung für mein Aufnahmeritual zu bringen. Wieder mal. Roar. Er klang so, als ob Sie Gedichte schreiben würden. Oh, das haben Sie gehört, was? Okay, ja, ich schreibe Gedichte. Ich weiß, klingt gar nicht nach einer typischen Groß-Khan-Beschäftigung. Die Anhänger kamen in unser Lager, als ich ein Kind war, und brachten einen Haufen alte Bücher mit. Ich habe stundenlang Vorkriegspoesie gelesen. Deswegen bist du so verstrahlt. Warum passt Poesie nicht zu den Groß-Khan? Haben Sie sich den Stamm mal angesehen? Wenn es keine epische Saufballade um Schädelknacken und Geschrei ist, halten Sie nicht viel davon. Was hat es mit diesen Aufnahmeritualen auf sich? Das muss jeder machen. Naja, jeder, der ein Khan werden will. Man schmeißt sie in den Ring und schlägt dann eine Minute lang auf sie ein. Wenn sie überleben, sind sie dabei. Das klingt gar nicht so übel. Klar, wenn man ein massiver Grobian wie Regis oder so mit Stoff vollgepumpt ist wie Jack. Ich habe es 5-mal versucht und immer noch nicht geschafft. Aber du bist doch nicht tot. Hä? Du hast gesagt, wenn man überlebt. Muss ich nicht verstehen. Wieder nur ein Großkan. Wo ist denn Papa zur Hölle? Mann, ey, der muss doch irgendwo sein. Hallo? Auch noch ein Großkan? Steig nochmal eine Großkanne. Ich will den Papa haben. Ich wollte nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. Nur Papa hat zu mir gehalten. Er bereut's auch nicht. Papa ist stolz auf dich. Ich weiß, dass es anders geht. Aber es sprang mir wieder auch nur. Aber hier ist so ein einzelnes Zelt. Komm, da muss er wohl drin sein. Oh, wieder eine Tür. Kann ich dann diesmal durchgehen? Nein, kann ich nicht. Mann! Wenn das schon so ein einzelnes, scheiß, dreckiges Mistzelt ist. Warum kann ich da nicht reingehen? Scheiß Zelt. Abfuck in die Kackhütte. Und guck mal, das ist das einzige Zelt mit Feuer oben. Beziehungsweise mit Rauch rauskommen. Ach nee, okay. Dann sind ein paar mehr. Mann, wo ist denn Papa? Das kann doch nicht angehen. Der ist nicht am Anfang, der ist nicht in den Hütten, der ist nicht in die Hütte. Wem muss ich denn hier talken? Muss ich echt googeln. Aber das bringt mir auch nicht viel, weil dann weiß ich, wie der aussieht, aber ich weiß nicht, wo er ist. Außer da zeigt er mir den exakten Punkt an, auf der Karte, wo er ist. Mann. Ja, toll, hast du mir gezeigt. Die dich jetzt umbringen, oder was? Großkan, wo habt ihr euren Papa? Wenn da oben die rechte Hand ist, dann muss auch irgendwo der andere Scheißtyp sein. Ist auch so. Sonnenschein. Oder ist der irgendwo da hinten in der Ritze da drinnen? Warte, wir gehen mal auf Garde. Jemand da irgendwas? Hier, nur, dass ich da noch nicht war. Toll. Gehen wir einfach mal durch die Ritze. Vielleicht ist er ja da ganz hinten in so einem extra Villa-Haus oder so. Keine Ahnung. Der weiß ja. Komm mal. Irgendwas sehe ich von hier hinten. Ganz klein. Können ranzoomen. Das sieht aus wie ein Wohnwagen. Ihr habt das in den nicht hingeschleppt. Da muss der Boss sein. Hier sind auf jeden Fall Leute. Wer das denn wieder 0815 groß kann, dann dreh ich durch. Ich liebe manchmal diese Musik hier. Hallo? Guten Morgen. Mr. House kann man nicht vertrauen. Passen Sie auf sich auf. Okay, die kam mir so entgegen, deswegen dachte ich gerade, will die was von mir? Nein. Redwood, Drogenküche? Was? Macht die etwa Drogen? Guck mal, da ist Jake und die Ahne. Wollen wir noch keinen Papa? Ja, steh auf.
Wow, ein neuer. Was machen Sie beide hier? Was? Na, streng genommen eigentlich gar nichts. Bezauber nur ein bisschen. Mhm, okay. Was stellen Sie denn her? Wir stellen die Glücklichmacher her. Was brauchen Sie? Jet? Psycho? Ein bisschen Maddox gegen den Schmerz? Ihr seid Drogendealer? Nee, Mann, eher... Drogenfabrikanten. Genau. Andere Leute verkaufen die dann. Diane kümmert sich hauptsächlich darum. Ja, okay. Und wie sind Sie in dieses Geschäft eingestiegen? Bin wohl einfach ein Naturtalent. Als ich noch ein Kind war, kamen diese Schlitzohren die Anhänger der Apokalypse in unser Lager. Ich hab mir alles reingepfiffen, was sie an Chemie unterrichtet haben. Krasse Wissenschaftleritis. Diane kümmerte sich als Partnerin ums Geschäft. Wer ist Diane? Diane ist mein Mädchen, Alter. Wir passen aufeinander auf, seit wir Waisen geworden sind. Jetzt besorgen wir den Kahnen auch zusammen noch Kronkorken. Ich glaube bei Kronkorken, weil die haben Arbeit für mich. Diane kümmert sich um den handelsmäßigen Teil dieser kleinen Unternehmung. Aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ja, okay. Wissenschaft. Ich kenne ein paar Rezepte für interessante Medikamente. Die könnte ich Ihnen beibringen. Geht klar. Was haben Sie denn? Wissenschaft 50. Was? Ich kann Ihnen beibringen, wie man Schleicher herstellt. Okay. Na gut. Dann mal her damit. Ah, jetzt kriege ich Erfahrungspunkte und... Archäolygenial. Das sollte uns ein paar Kronkorken einbringen. Was schulde ich Ihnen? Hier ist mir eine kleine Stärkung. Ein paar Kronkorken wendet. Hier, ein bisschen Pinke-Pinke, damit die Taschen klimpern. Noch mehr. Geht klar. Was haben Sie? Ich habe auch ein bisschen Wissenschaft. Na gut, dann mal her damit. Na, willst du dich wieder verpackt hinlegen? Archäolygenial. Ja. Kronkorken wendet. Wie ist mit einer kleinen Stärkung? Was ist das denn? Hier, das sollte Ihnen etwas Zing verschaffen. Achso, und Drogen? Nein, ich will lieber Geld. Gib mir Geld. Geht klar. Was haben Sie denn? Wissenschaft und wie man Rocket. Was Rocket ist. Na gut, dann mal her damit. Ja, das geht wie diesen positiven Ruf. Den brauche ich. Archäolygenial. Ja, Archäolygenial. Kann doch mal, kostet nichts. Ich wollte nur helfen. Nur weiter so. Sie sind ein ziemlich krasser Kater. Ach, da krieg ich Karma dazu. Wir brauchen ein Karma. Was halten Sie, was? Beeindruckend, was hier rumsteht. Haben Sie schon mal Herstellung hilfreicher Medikamente erwogen? Was meinen Sie mit hilfreich? Mein Zeug sorgt dafür, dass sich die Leute archäolygenial fühlen. Scheiß Wort. Sprache 66. Aber denken Sie an all die Leute, die an Überdosen von Jet und Psycho sterben. Schlecht fürs Karma. Ich sollte ein Nebenprojekt starten und Medikamente herstellen, um meine Aura reinzuhalten. Archäolygenial! Oder irgendwie so, keine Ahnung. Wie geht die medizinische Arbeit voran? Bin schon dabei. Hab ein paar Stimpacks zusammengebraut. Aber wenn Sie noch mehr Rezepte haben, würde ich die nehmen. Hab ich die? Was, über Ihre Wissenschaft? Geht klar. Achso, jetzt kann ich Ihnen noch hier ein Biss geben, ja. Super Stimpacks. Überleben. Oh, geht nicht. Na gut, dann mal her damit. Beliebt. Was? Sie sind allgemein zu mögen. Stufenaufstieg. Rumbacken. Geil, jetzt kommt das bei Stufenaufstieg, bevor er gleich wieder Archäolygonal sagt. Oder was auch sagt. Sprache 100, so. Jetzt habe ich damit keine Probleme. Überleben, blablabla, Trefferpunkte essen. Ja. Pack mal ein bisschen was rein hier. Und ich habe sogar dafür einen Punkt. Das ist ja toll. Was gibt's denn da Tolles? Zu tragende Last, also damit ausrechnen gewissen. Okay. Das klingt doch sehr gut. Mehr tragen. Ich liebe es, mehr zu tragen. Nuka Chemiker. Das erinnert mich an das letzte Don, wie das mit Fallout 4 rausgekommen ist. Entdecker? Nee, nehmen wir lieber hier den hier. Archäolygenial. Das sollte uns ein paar Kronkorken. Ja, gib mir Kronkorken. Ich brauche kein Kaba. Ja, ein bisschen. Danke. Auf Wiedersehen. Immer cool bleiben, Alter. Bleib ich. Ich sprich mal mit deiner Freundin. Vielleicht hat die auch noch einen Quest für mich. Hallo. Kannst du wieder schlafen legen. Zur Info. Sie sind keiner meiner Stammkunden. Was wollen Sie? Archäolygenial. Was machen Sie beide hier? Was wohl? Das hat er ja schon gesagt. Ich mach's trotzdem nochmal. Im Wesentlichen kümmern wir uns um die Großkarne. Jack stellt die Chemikalien her, ich organisiere Lieferungen und die Leute, die das Zeug verticken.
Drogendealer hatten wir schon. An wen verkaufen Sie? An viele Siedlungen in der Mojave-Wüste liefern wir regelmäßig. Und seit neuestem machen wir auch mit den Unholden recht gute Geschäfte. Mir persönlich sind sie ja unheimlich, aber Papa findet es höchst unterhaltsam, wenn wieder mal einer voll auf Psycho eine RNK-Patrouille vermöbelt. Euch polen wir doch alle um. Gut zu wissen, ich hätte ein paar andere Fragen. Was genau? Ja, was habe ich denn noch? Ich möchte ein paar Kronkorken verdienen, haben Sie Arbeit für mich? Sie sehen aus, als hätten Sie was auf dem Kasten. Okay, ich sag Ihnen was. Anders, einer meiner besten Kuriere, hätte sich längst melden sollen. Wenn Sie rausfinden, was mit ihm passiert ist, gebe ich Ihnen richtige Arbeit. Alles klar. Was sagen Sie mir, nach wem ich suchen und wo ich anfangen soll? Vor etwa 3 Wochen habe ich Anders Richtung Südosten geschickt. Sollte eine Transportroute nach Arizona finden, damit wir neue Märkte erschließen können. Er sollte eigentlich seit 2 Tagen wieder da sein, aber kein Mensch weiß, wo er steckt. Ja, in Ordnung. Ich komme wieder, sobald ich Neuigkeiten habe. Danke. Beweisen Sie, dass man sich auf Sie verlassen kann. Dann habe ich noch mehr für Sie. Ich habe zwar Papa noch nicht gefunden, aber ich habe ja schon ein paar Nebenquests jetzt gemacht, damit ich den Ruf hochfahren kann, damit ich nachher mit Papa reden kann und sagen kann, hey, Alter, wie wär's mal, wenn du dem RNKs doch noch eine Chance gibst und der Legion den Arschtritt verpasst. Klingt doch gut, ne? Was mit den Anhängern? Achso, ja. Weine nicht, kleine Niete. Wo waren nur die Typen der Apokalypse? Das wird meine Karte sagen. Meine Karte sagt... Okay. Irgendwo in New Vegas. Weil. Was war die? War die Pussy verrückt oder so? So, wo muss ich denn hin? Ich muss hier rein oder weht? Oder was will der mir das Spiel sagen? Ja, bestimmt. Hier geht's rein, ne? Freeside. Ah, Freeside ist dieser Vorhof von Fallout New Vegas gewesen, wo auch diese bescheuerten Typen waren. Diese Elvis Presley verrückten Typen. Ne, seid ihr alle auf der Straße. Paul. Guten Abend. Faulfresse. Hey, Kumpel. Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Einen? was? Kann es sein, dass du irgendwas von mir willst, das ich mir besser nicht vorstelle? Oh, das ist ein Brüller. Du bist echt nicht mein Typ, nein. Ich kann dir gerne einen Tipp geben. Mir quasi mein Geld richtig verdienen. Ja, okay, was ist denn für ein Tipp? Du scheinst hier neu zu sein. Ich weiß jede Menge Kram, der nützlich sein könnte. Und wenn nicht, kostet so ein Tipp von mir ja nur einen Kronkorken. Also, was meinst du? Kann ich noch feilschen? Klar, bitteschön. Danke. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtuer regiert wird, die sich die Kings nennen. Kenn ich schon. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Das waren schon 2 Tipps. Aber was soll's? Bist ja Neukunde, also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Ja, bitte mehr Tipps. Mehr Tipps. Wenn du schon mal bei den Kings warst, hast du vielleicht auch Pisa getroffen? Er macht einen Riesentanz und prahlt mit seiner Macht rum. Du bist neu und hast es nicht mitgekriegt, aber Pisa hat die Van Graaff-Familie vor ein paar Monaten richtig auf die Palme gebracht. Keiner weiß, was vorgefallen ist, aber man munkelt, dass die Van Graaffs ihn tot sehen wollen. Ich habe noch mehr, wo die herkamen. Willst du noch einen? Ja, mehr. Vielleicht sagst du mir irgendwas, was ich noch nicht weiß. Die meisten Menschen in Freeside fallen in eine von 2 Kategorien. Diejenigen, die schon immer hier leben, sind die Einheimischen. Als neue Leute aus der RNK und von anderswo kamen, wurden die Zuzügler von den einheimischen Landbesetzer genannt und der Name ist hängen geblieben. Die Einheimischen geben den Landbesetzern die Schuld an der Ressourcenknappheit. Die Landbesetzer geben den Einheimischen die Schuld an der Gewalt. Sie haben beide in Teilen recht. Aber in letzter Zeit kommt es viel zu oft zu Gewalt zwischen beiden Gruppen. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Man hört ein bisschen, dass du soundtechnisch
ganz schön doll runterkomprimiert wurde. Aber naja, das Spiel ist 6 oder 8 GB groß. Ich glaube 6 GB, glaube ich. Und einfach wie viel Text, wie viel Sprache ist in diesem Fall, gottverdammt, ein Spiel drinne. Verdammt viel, also ist entschuldigt. Klar, gib mir mehr Tipps, ich stehe auf Tipps. Tipps bis zum Umfallen. Es gab vor einer Weile das Gerücht, dass die Feinschmeckergesellschaft nur aus Ghulen besteht und sie deshalb diese seltsamen Masken tragen. Stellte sich als falsch heraus, aber war keine schlechte Idee. Meinst du, mir würde eine Maske stehen? Vielleicht würde ich dann mehr verdienen. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Vielleicht ist es nützlich nachher, weil für die Feinschmecker muss ich auch noch hingehen und die eventuell überzeugen. Warst du schon im Mick & Ralphs? Die haben einen Laden die Straße runter und verkaufen viel Kram, mit dem man nicht rechnen würde. Ich habe noch mehr, wo die herkamen. Willst du noch einen? Mann, wie viel haben sie denn hier gegeben? Habe neulich das Gerücht gehört, dass einige der Gäste im Wrangler ein paar eher ungewöhnliche Wünsche geäußert haben. Ein paar schräge Vögel wollten wohl die Dienste von Ghulen in Anspruch nehmen. Da hätte ich mich als sexy Hengst fast freiwillig gemeldet. Der war ziemlich gut, oder? Willst du noch einen? Boah, das war voll ein Tipp. Das war eine Geschichte, kein Tipp. Hab von Durchreisenden gehört, dass es im Untergrund Kämpfe geben soll, in denen Tiere aus dem Ödland gegeneinander antreten. Und wenn ich Untergrund sag, dann ist das deren Wortwahl, nicht meine. Der war ziemlich gut, oder? Ist doch ein... Ja, bitte. Du musst doch irgendwann ein Ende haben. Komm, so viel können sie dir nicht gegeben haben an Tipps. Wenn man die RNK erwähnt, dann sind die Leute ja gleich gereizter. Man munkelt, dass die RNK ganz New Vegas übernehmen will. Hilft auch nicht, dass die überall Militärlager haben und täglich mehr Truppen in die Gegend kommen. Der war ziemlich... Ja, der war gut. Ein bisschen mehr. Man munkelt... Okay, jetzt wiederholt sich hier der Typ. Okay, vielleicht ein anderes Mal. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Ja, ich habe dir auch jetzt irgendwie 15 Kronkorken gegeben. Oh, ein Vermögen! Nein! Achso. Den Omertas haben sie ordentlich eingeschenkt. War ich da schon gewesen? Oh, keine Ahnung. Ich will jetzt mal weitermachen. Was halt die Schnauze? Ich rede gar nicht mit dir. Oh nein. Trau. Freeside-Steger. Ich habe Angst. Oh, sie haben keine Verteidigung. Das freut mich. Ich bin getroffen. Ja, das bist du. Warum greifst du mich überhaupt an? Bist du doof oder so? Guck mich an. Warte, ich scroll mal raus. Ja, ich habe sogar eine Power-Rüstung an. Das stimmt ja. Die... Einen Typen haben mir beigebracht, wie ich die benutze. Ich muss sie auch reparieren. Die sind wahrscheinlich total im Arsch. Deswegen habe ich einfach mal richtig viel Energie verloren. Dass die Typen die ganze Zeit auf mich geballert haben. Aber wo kriegst du sonst Power-Rüstung? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur bei den... Untergrundtypen da. Wie hießen die nochmal, verdammt? Komm, die gibt es auch bei Fallout 4. Wie heißen die Zölle nochmal? Ich hab's echt vergessen. Die Bruderschaft, genau. Meine Fresse. Nein, wir wollen jetzt erstmal zu den... Ja, und seine komische Ratte. Ja, Mick & Ralphs. Du bekommst irgendwie mal einen Kronkorken dafür, dass du das sagst, ne? Wahrscheinlich. So, was ist das hier? Old Las Vegas Mormon State History Park. Was? Da muss ich rein? Scheint so. Gehen wir da rein. Da sind die komischen Apokalypse-Typen drin. Ach, die waren das. Okay. Boah, ich habe wieder auch schon festgemacht. Wie ich weiß. Oder war das ein anderer Spielstand? Keine Ahnung. Hallo, ich habe einen Verrückten für euch. Juli. Im Osten aufsteigender Rauch bedeutet Ärger. Ich kann nur hoffen, dass die Legion nicht auf dem Vormarsch ist. Ich kenne jemanden, der bei den Großkern unzufrieden ist. Würden Sie ihn als Anhänger mehr aufnehmen? Wir suchen immer neue Mitglieder. Hat er besondere Talente? Ja, ist Dichter, sozusagen. Tja, ich denke... Wir könnten einen Junior-Archivar in der Bücherei gebrauchen. Okay, sagen Sie ihm, dass wir ihn als Anwärter auf Probe aufnehmen. Okay, mehr hab ich nie, bla bla bla. Auf Wiedersehen. Punkt. Ja, muss ich jetzt wegklicken? Ja, muss ich. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Beziehungsweise wir sporten uns hin. Zu unseren... Zu der Nite. Auf, der wird auch sagen. Wie? Zur Probe? Da bleibe ich ja auch nicht lange da.
Ich bin eine Niete. Keiner will mich haben. Keiner will mich haben. Ja, so habe ich mich auch mal gefühlt. So habe ich mich auch mal gefühlt. Als ich auf Jobsuche war damals, da wollte mich auch niemand haben. Niemand wollte mich haben. Und irgendwie hier, scheiße, wie komme ich hier runter? Springen? Keine gute Idee. Dann habe ich zum Glück irgendwann eine Arbeitsstelle gefunden. Das war sogar kurz danach, dem ich den Kanal eröffnet hatte. 2012 war ich noch arbeitslos. Und 2013 hatte ich schon Arbeit. Naja, ein Jahr circa habe ich den Kanal arbeitslos betrieben. Wie man das sagen will. Oh Gott, da war ich aber noch richtig grottenschlecht. Da habe ich ja meine Stimme noch überhaupt nicht verstellt. Da habe ich die ganze... Warte, das ist schon schwer mittlerweile so zu reden. Da habe ich einfach die ganze Zeit so geredet. Und nicht die Stimme verstellt. Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Fallout 4. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ich krieg das mittlerweile nicht mehr hin, so schlecht zu reden. Auf jeden Fall, oh, ich hab mich da schon eingepisst voll ab. Vor der Aufnahme, beim ersten Mal. Was denn neu war? Neu. Und so jetzt, Part 1000 oder so ist das jetzt hier. Naja, so viel auch noch nicht, aber... Wie wär's mit Silberblick? Am meisten steht hier gleich bereit. 1, 2, 3... Verdammt, das... Ja. Was ist... Die anderen haben beschlossen, sie als Mitglied aufzunehmen. Gehen Sie zum Old Warmer Fort. Das haben Sie? Das ist großartig. Vielen Dank. Endlich komme ich aus diesem lausigen Lager raus. Okay. Tschüss. Theoretisch kann ich jetzt die nächste Quest machen. Ich bin ja wieder der Aber-Aber-Typ, ne? Ja. Ich werde aufhören. Dann machen wir das nächste Mal bei der einen Quest weiter und dann google ich auch einmal, wer der scheiß Papa ist und wo der eventuell ist. Weil von dem werde ich bestimmt auch noch ein paar Quiz bekommen. Damit ich dann nachher Mr. Ja-Sager sagen kann, dass die sich auch dazu tun. Ich hoffe mal. Und dann gibt es dann noch diese anderen Typen, die Fleischfresser oder die, wie die auch heißen, ich habe keine Ahnung. Die kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie überzeugt. Komisch, dass die hier bei diesen Spiel die Frames so droppen, ey. 44 hey. FPS, 30 FPS. Das Spiel läuft unflüssiger als Fallout 4. Ja, bestimmt für einen Kern optimiert. Na gut, Leute. Lebt wohl. Bis zur nächsten Episode von Fallout New Vegas. Wie immer. Mir gibt's nichts zu sagen. Lebt wohl.